Hallo, liebe Zwillinge, hier kommt deine Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 30. Oktober bis 5. November 2023. Schön, dass du hier bist. Gucken wir mal rein, was die Karten dir sagen möchten für diese neue Woche. Was haben wir für die Zwillinge? Zufriedenheit, sehr schön. Eine zufriedene, wohlige Woche, Zeit mit lieben Menschen. Ich habe die Freundschaftskarte Zufriedenheit und Freundschaft, also Zeit mit lieben Menschen verbringen. Menschen, auch wenn jetzt hier Freundschaft, die kann natürlich auch deine Familie sein, können Partner, Partnerin sein, kann deine, ja, Menschen sein, die dir nah am Herzen sind. Auf jeden Fall dieses Zufriedene, dieses Schöne, dieses einfach sich verbunden fühlen, sich miteinander auszutauschen, sich zu inspirieren, sich miteinander zum Erblühen zu bringen. Das ist doch hier eine richtig schöne Energie, die wir für dich liegen haben. Gucken wir mal ins Tarot, was das Tarot unseren Zwillingen noch sagen möchte für die neue Woche. Was haben wir denn hier noch? Ja, auch hier nochmal absolute Freude, 9 der Kelche, absolute Freude. Aber schau auch, dass du nicht nur daran denkst, wie toll es mit den richtigen Menschen ist, sondern dass du wirklich auch Zeit mit denen verbringst, weil so eine Woche ist schnell um. Jetzt ist der Monat auch schon wieder um, das Jahr ist im Grunde fast um. Und oftmals sind wir auch so beschäftigt, dass wir zwar liebevoll an bestimmte Menschen denken, uns aber nicht die Zeit nehmen, um diese dann auch mit ihnen zu verbringen. Also guck mal, dass du die Feste feierst, wie sie fallen und nicht auf später verschiebst und eben wirklich die Zeit nimmst, um sie mit lieben Menschen zu verbringen. Was haben wir noch als abschließende Botschaft für unsere lieben Zwillinge in der neuen Woche? Sie haben hier, verbring mehr Zeit in der Natur. Fülle dich selbst oder fülle deine Akkus mit den heiligen Wassern von Mutter Erdes geheiligten Quellen und verbinde dich mit ihrem Herzschlag. Werde eins in eurer Energie. Also auf gut Deutsch, verbring mehr Zeit in der Natur. Geh mehr raus. Und was haben wir noch für die Zwillinge? Lass dich nicht von deiner Vergangenheit aufhalten. Kreiere jetzt eine ganz neue Version von dir selbst und halte diese Vision von dir selbst fest. Passt natürlich auch wunderbar zu meinem Stardust-Programm, was jetzt am 7.11. an den Start geht. Also wenn du mehr eintauchen möchtest in die wahre Essenz deines Seins, warum bist du hier auf dieser Erde und wie kannst du dich mit deinem Seelenauftrag so leben, dass du erfüllt durchs Leben gehst, erfüllt in dir selbst, erfüllt in Partnerschaften, Beziehungen zu anderen Menschen generell, erfüllt in deinem Business, weil das eine ist ja, seinen Seelenauftrag zu kennen, aber wie arbeite ich denn jetzt damit? Dann komm in mein Stardust, das entdecken wir alles gemeinsam. Melde dich gerne an. Link ist hier oben irgendwo verlinkt, unten in der Infobox sowieso. Am 7.11. geht's los. Dann freue ich mich, wenn du dabei bist, lieber Zwilling. Ich wünsche dir eine schöne Woche.